letzten Monaten hat sich irgendwie wieder ganz schön viel bei mir angesammelt und ich verspüre richtig so einen inneren Drang, dass ich unbedingt mal wieder aussortieren muss. Und ich habe mir gedacht, heute habe ich Zeit. Ich werde mal ein XXL Declutter-Video machen. Das heißt, ich sortiere heute meine gesamte Wohnung, meinen gesamten Keller aus. Und ich werde dich mitnehmen. Ich hatte irgendwie in den letzten Monaten, war ich irgendwie mit vielen beschäftigt. Und es hatte sich irgendwie auch mental irgendwie ganz viel angestaut. Und ich war auch irgendwie gar nicht viel zu Hause. Und habe dann oft ja Sachen einfach im Keller verfrachtet, wo ich wusste, ich muss mich jetzt damit irgendwie beschäftigen, das loszuwerden. Aber ja, da habe ich gerade keine Kraft für. Und wenn du Lust hast, mit mir auszusortieren, dann fühl dich gerne aufgefordert, jetzt loszulegen. Ich habe das nämlich während der vielen Jahre, die ich jetzt auch schon aussortiere, immer so gemacht, dass ich einfach mir die Klettervideos angemacht habe, während ich aussortiert habe. Und das hat mich irgendwie immer super motiviert. Wenn du aber noch am Anfang vom Aussortieren stehst, dann würde ich dir empfehlen, dir vielleicht erstmal einen Bereich zu suchen, zum Beispiel eine Kommode oder auch nur eine Schublade oder eben einen Raum, statt jetzt die gesamte Wohnung auf einmal aussortieren zu wollen. Ja, und wenn du magst, dann fühl dich gerne aufgefordert, mit mir auszusortieren. Und dann würde ich sagen, los geht's. Also das jetzt hier zum Beispiel so eine typische Ecke für mich, wo ich einfach alle Bücher so hingestopft habe, weil man sie auch nicht so sieht oder alles, was ich irgendwie, wo ich nicht so wusste, wohin damit. Also ich habe zum Beispiel hier ein ganz schickes Kunstwerk gemalt und das war noch nicht fertig ist und ich habe es auch zerknickt. Ja, ich wusste einfach nicht, wohin damit und dann habe ich es erstmal dahin gepackt, weil ich auch einfach jetzt in meiner Wohnung nicht mehr so viel Möglichkeiten habe, ja, zusätzliche Dinge unterzubringen, auch ganz bewusst. Aber deshalb landen sie dann manchmal hier. Das sind hauptsächlich Büchereibücher und teilweise habe ich auch Bücher auf der Straße gefunden. Also zum Beispiel das Buch habe ich einfach, das habe ich im Bus gefunden. Und da freue ich mich auch noch richtig drauf, das werde ich auch noch lesen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass da auch zwei Bücher sind, glaube ich. Ich habe mir auch auf der Straße zwei Bücher mitgenommen, das sind so Krimis. Ja, und irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Und es nervt mich irgendwie, dass sie hier sind und ich sie nicht lese. Deshalb werde ich sie, glaube ich, doch wieder aussortieren und vielleicht freut sich jemand anderes darüber. Hier befinden sich meine Bücher aktuell, sowie meine Schlafkleidung und meine Sportkleidung und auch so ja, Sachen, die ich für Homeworkouts brauche. Es ist schon wenig Platz hier drin und man sieht es auch, die letzte Zeit habe ich immer irgendwie alles nur so reingestopft. Es minimiert sich hier drin auch recht schnell, weil ich halt Sportkleidung und Schlafkleidung wechsle ich ja frequent, also wird auch viel gewaschen und ist dann gar nicht hier drin. Aber jetzt ist so ja, fast alles eigentlich da. Ja, und ich nehme jetzt erstmal einfach alles raus und schaue mir an, ja, was ich vielleicht nicht mehr brauche oder was ich weiter verschenken kann. Den Pamela-Büchern, ja, die sind zwar schön gestaltet, aber irgendwie benutze ich sie gar nicht so viel. Die werde ich aussortieren. Und das sind noch so zwei Sachen, die ich nochmal in so einen Fotoladen bringen muss. Das eine sind Dias und das andere ist hier so eine Videokassette, wo ich als kleines Kind mit drauf bin. Das hat mir neulich meine Oma mal geschenkt. Aber ich habe es halt immer noch nicht ja, entwickeln lassen und digitalisieren lassen. Das heißt, das muss ich auch einfach nochmal machen. Und ich werde mir das jetzt irgendwo vorne im Flur packen, damit ich es auch wirklich mal angehe. Das ist dann hier mein Sportkleidungshaufen. Und das ist der dann für die Schlafkleidung. Wenn das Ganze gestapelt ist, dann sieht es auch schon ein bisschen ordentlicher aus. Und hier ist eben mein Zubehör, das ich aber auch regelmäßig benutze. Hier habe ich meinen Technikkram drin und da habe ich jetzt das beides hier aussortiert. Das ist Kabelzubehör für mein Mikrofon, das leider gar nicht funktioniert hat, denn es war nicht so gut. Das habe ich wieder aussortiert. Ja, das war noch Zubehör dazu. Hier bewahre ich immer ja, alles auf, was irgendwie mit meinen Notizbüchern zu tun hat. Mein iPad, einfach Dinge, die ja so für mich wichtig sind. Genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch ein paar Sachen davon ja, einfach digitalisieren muss. Und das werde ich mir jetzt mal raussuchen.
Mein Ordner zum Beispiel, da sind alle meine Dokumente drin, aber der ist mittlerweile auch wieder ziemlich voll geworden. Und wenn ich keine Zeit habe, dann stopfe ich immer die Sachen einfach hier so da rein. Ich habe jetzt aus dem Keller schon mal meine Unterlagen geholt, die ich noch von der Uni habe. Die hatte ich ja bei meiner Arbeitsstelle gelagert, einfach weil ich es da auch gebraucht habe und immer mal wieder reingeschaut habe. Und ich werde mich wirklich ja wahrscheinlich von den meisten davon trennen und ganz, ganz viele nochmal abfotografieren. So, das ist jetzt der Haufen, der in den Müll wandern wird. So, ich habe jetzt heute Morgen nochmal weiter aussortiert. Das hier ist der Stapel, den ich komplett weggeben werde, also Müll und Papier recyceln. Und auch diese beiden Hefter, Zeitschriften und den Ordner werde ich verschenken. Und meinen Ordner habe ich jetzt ein bisschen größer gemacht. Da sind alle Dokumente drin, die für mich gerade wichtig sind und die ich einfach gerne lieber noch im Original behalte. Und das wandert jetzt da rein. Und dann bin ich fertig mit meinem Papierkram. Ich hatte immer noch diese Felle hier. Ich konnte mich immer nicht so gut davon trennen, weil ich die halt auch geschenkt bekommen habe. Aber ich muss sagen, auf den Stühlen nerven sie mich und irgendwie überall, wo sie in der Wohnung rumliegen, nerven sie mich. Außer draußen, da ist es immer sehr hilfreich mit einem Fell. Ich denke mal, weil ich mir noch nicht so sicher bin, werde ich die erstmal in den Keller tun und schauen, ob es in Ordnung für mich ist, dass ich sie nicht habe oder ob ich sie vermisse und dann doch wieder mit hochbringe. Ich habe ja hier diese wunderschöne Gallery Wall und die habe ich tatsächlich auch schon wahnsinnig lange mittlerweile. Ja, und abends, wenn die Lichterkette an ist, dann freue ich mich auch immer sehr darüber, aber tagsüber ist es mir eigentlich so ein bisschen zu klatterig. Und da ist halt viel Kabelgedöns und da ist irgendwie auch viel los, weil ich will sie mal abnehmen und da ein minimalistischeres Bild ranhängen. Ich habe ja auch bei Instagram eine Umfrage gemacht und da waren auch 70% von euch dafür, dass ich sie abnehme. Ich habe doch kein konkretes Bild, was ich da jetzt anbringe, sondern nur so ein paar Ideen im Kopf. Wahrscheinlich werde ich auch was selber machen oder ein eigenes Foto da anhängen. Aber jetzt erstmal nehme ich es einfach ab, dann bin ich erstmal befreit, packe es in den Keller und überlege dann weiter und lasse es mal so auf mich wirken. So, bei meiner Kleidung, da weiß ich schon ziemlich genau, was ich aussortieren möchte. Nämlich einmal diese Jacke, die habe ich mal secondhand gekauft und eigentlich fand ich sie gar nicht so toll. Aber ich habe die dann einfach immer bei der Arbeit gehabt, wenn mir kalt war und dann war es auch ziemlich praktisch. Jetzt bin ich nicht mehr dort und dann brauche ich sie auch nicht mehr, deshalb werde ich sie aussortieren. Diese Jacke hier, die war auch secondhand, die habe ich, glaube ich, jetzt nicht mal 2 Jahre gehabt. Aber irgendwie fühle ich mich immer so ein bisschen flusig in der. Also die ist auch schon ein bisschen ausgewaschen. Ich fühle mich irgendwie nicht so richtig gut darin. Die ist auch sehr, sehr dick, das heißt so unter Jacken ist es immer so ein bisschen unpraktisch. Ja, deshalb werde ich die beiden Sachen bei Kleiderkreise verkaufen. So, jetzt sind wir im Bad angelangt. Hier im Bad fällt mir eigentlich nur der Schmuck ein. Das ist jetzt gerade mein aktueller Schmuck neben meiner Kette und meinen Ohrringen. Diese Ohrringe brauche ich nicht mehr und die trage ich auch gar nicht. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen allergisch dagegen und die sind auch schon ein bisschen runtergerockt. Und hier sind meine Schminksachen drin. Und da möchte ich einmal diese Wimpernzange hier aussortieren. Die benutze ich eigentlich nie. Ich mache mir einfach immer mit dem Finger, drücke ich mir die Wimpern so nach oben, bevor ich sie tusche. Und dann habe ich 2 Anspitzer gefunden und ich weiß gar nicht, warum ich 2 habe. Jedenfalls wird er dann auch aussortiert. Den hier werde ich einfach verschenken und die Wimpernzange, die wird wahrscheinlich niemand mehr benutzen wollen. Das heißt, die werde ich recyceln. Jetzt auch nochmal schnell das ganze Geschirr hier abgenommen, dass man jetzt auch einfach sieht,
was noch wo drin ist. Meistens ist das nie voll, weil wir halt mindestens eine Wasserkanne und die Teekanne eigentlich immer draußen stehen haben und benutzen. Die möchte ich, glaube ich, auch aussortieren. Die habe ich mal im Treppenhaus gefunden und ich glaube, die sind sogar selbst getöpfert, aber irgendwie mag ich sie mittlerweile nicht mehr. Mein Freund hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich diesen Krug aussortieren darf. Und er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, dass ich seinen Shaker in den Keller packen darf, weil er das gerade sowieso nicht benutzt. Dann vielleicht benutzt er es irgendwann wieder. Dann hat er es auf jeden Fall und es ist nicht weg, aber erstmal nervt es uns hier oben. Jetzt ist hier auch mehr Platz und dann kann ich nämlich die French Press hier reinpacken. Hier muss ich einfach nur mal ein bisschen aufräumen, weil ich einfach ein bisschen unordentlich war. Das mache ich mal schnell. So, jetzt bin ich hier in dieser Ecke angelangt. Ich werde jetzt einfach alles nochmal einfach rausnehmen und neu ordnen. Aber ein paar Teile, da weiß ich schon, dass ich die aussortieren möchte. Das sind einmal die beiden Schüsseln. Die hatte ich jetzt extrem lange und ich bin irgendwie, ich mag sie einfach irgendwie nicht mehr. Das hier war mal ein Gurkenglas. Das ist ein Wegglas und auch sehr, sehr hübsch. Das werde ich, glaube ich, verschenken, weil... ja, so ein einzelnes Wegglas, dafür habe ich irgendwie nicht so viel Verwendung momentan. Das sind hier meine Tassen und Gläser. Einmal werde ich diese Tasse aussortieren. Die habe ich über alles geliebt und für 4 Euro in Portugal gekauft. In diesem Korb habe ich zum Beispiel meine schickeren Küchentücher und noch so Einzelkram, für den ich irgendwie ja keinen richtig guten Platz gefunden habe. Da ich jetzt das Wegglas aussortiere, kann das endlich weg. Und ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, aber für die kleinen Gläser, die habe ich aus dem Unverpacktladen, da haben wir sonst immer Tee reingemacht oder Gewürze. Aber dafür habe ich jetzt andere Gefäße und die sind auch ein bisschen zu klein. Deshalb werde ich die, glaube ich, einfach verschenken. Ja, und ich nutze das jetzt hier gleichzeitig, um meine Wintersachen in den Keller zu bringen. Und leider muss ich diese wunderschönen Boots wieder aussortieren, weil sie mir einfach zu groß sind. Ja, die stelle ich bei Kleiderkreise dann rein. So, hier ist jetzt einmal das finale Update von allem, was ich aussortiert habe. Sieht aus, als ob ich einen kleinen Flohmarkt machen könnte, weil ich halt auch noch ein paar Sachen im Keller habe. Die rechte Seite hier, das ist alles, was ich jetzt aussortiert habe. Und die linke Seite, das ist der Vielleicht-Stapel. Also die Bilder, die mag ich eigentlich echt ziemlich gerne, die mag ich noch nicht gehen lassen. Und die Lichterkette mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, wenn sie an ist. Aber wenn sie nicht an ist, dann nervt sie mich, weil das irgendwie nochmal wieder Gerümpel ist, was so rumliegt. Deshalb tue ich sie jetzt erstmal im Keller und schaue, ob ich sie vermisse. Und die Felle, das habe ich euch ja schon erzählt, das ist so ein bisschen, da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Das sind die Bilder, die ich neulich gemalt habe. Da bin ich mir einfach noch unsicher, ob ich das weitermalen möchte oder ob ich es einfach wegtue. Und das hier ist der Stapel, wo ich einfach noch was mitmachen möchte. Also damit wollte ich noch ein Video drehen. Das sind hier einfach Zeitschriften, die ich noch gerne lesen möchte zu Ende. Und das muss ich abfotografieren und das muss ich zum Fotografen einmal bringen und digitalisieren.
Ja, im Bad ist ja eigentlich nicht so viel passiert und das ist jetzt hier wieder der Flur. Das Ganze jetzt hier eingepackt, das sind alle Sachen, die ich verschenke. Und ich habe mich umentschieden, damit es stressfreier für mich wird, wird das alles in Altkleidercontainer kommen. Und das sind hier die Sachen, die ich verkaufen möchte. Also die Schuhe, iPad, Mikrofon und ein paar ja, von den hochwertigeren Büchern. Das ist jetzt hier unser Keller. Bitte erschreckt euch nicht. Das sieht nach wahnsinnig viel aus. Aber tatsächlich haben wir einmal ganz viel von unserem Vermieter übernehmen müssen. Das liegt unter anderem hier. Und da unten auch. Meine Sommerschuhe nehme ich jetzt schon mal mit nach oben. Das hier ist alles Verpackungsmüll, den ich jetzt entweder noch weiter benutzen werde, weil ich noch was verkaufe oder dann entsorge. Diese Sachen hier, die habe ich eigentlich schon online reingestellt zum Verkaufen, nur leider hat sich immer noch niemand gefunden. Da muss ich mir jetzt mal überlegen, was ich dann damit mache, denn das sind ziemlich teure und hochwertige Sachen auch gewesen. In den Schuhen habe ich leider irgendwie Fußschmerzen bekommen in meiner Hacke. Diese Tasche, die trage ich halt einfach schon ganz, ganz lange nicht mehr, obwohl ich sie immer noch sehr schön finde. Die Vase ist noch gar nicht alt, die habe ich letztes Jahr erst gekauft. Aber irgendwie ja, hat es halt irgendwie doch nicht so gut gepasst und wir haben leider auch nicht so viel Platz. Hier ist einmal das Endergebnis. Also den Topf behalte ich. Diesen für Kräuter behalte ich auch. Da bin ich nachher überlegen, ob ich den noch brauche für Kombucha oder ob ich ihn gehen lasse. Hier wie gesagt meine vier Beutel drin. Und hier oben habe ich jetzt die Felle. Ja, die auf dem Vielleicht-Stapel sind, ob ich sie eben aussortiere oder noch behalte. Das ist mein Longboard für Gäste, wenn wir zusammen fahren. Ich habe einen Skate-Surf oben und das sind meine, also das eine ist halt meins und das andere gehört meinem Freund, unsere Stand-Up-Boards. Wir haben hier halt unsere Umzugskartons noch. Die Sachen von meinem Freund habe ich jetzt ein bisschen geordnet, sieht ein bisschen schicker aus dann wenigstens. Mir gehört dieser Korb, da ist jetzt nichts drin gerade und die Bilderrahmen, die habe ich eben ja, aus der Wohnung verbannt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt alles aussortiere. Also ist auch auf dem Vielleicht-Stapel sozusagen. Hier sind unsere Werkzeuge von zwei Personen. Hier habe ich jetzt meine Wintersachen drin. Also ein paar Uggboots, eine Mütze, ein paar Handschuhe, einen Schal. Das ist meine Reisetasche, die ich ganz oft benutze. Und hier ist mein kleiner Koffer. Den benutze ich eben auch ganz viel, wenn ich reise. Und da sind jetzt meine Sommerklamotten drin. Und mir gehört dann noch ein Schlafsack.